mit dem Ablauf sehr zufrieden. Wir hätten uns gewünscht, dass noch ein paar mehr Mädchenmannschaften sich anmelden. Wir hatten letztes Jahr 7 oder 8 Mädchenmannschaften mehr. Aber das ist trotzdem kein Abbruch an dem Tag. Da macht es ja trotzdem genauso viel Freude. Es ist dann einfach nur vielleicht noch mal ein bisschen mehr los. Ja, aber es ist einfach eine schöne Situation hier mit den vielen Mädchen. Und das Fairplay-Turnier funktioniert einfach auch super. Sehr schön, wie die Mädchen das spielen, wie sie es auch reflektieren, auch danach handeln, auch ihre Bändchen verteilen. Also unsere Mädels verstehen das sehr gut und die Erwachsenen halten sich dieses Jahr auch sehr gut zurück. Eigentlich besser. Also da sind ja auch keine Regionalauswahlteams, sondern das sind die Jüngsten, die noch gar nicht so lange dabei sind. Und da sind eine ganze Reihe an wirklich sehr guten, technisch guten, schnellen, durchsetzungsfähigen Spielerinnen. Und vielleicht liegt es auch am Jahrgang. Also ich glaube, das ist schon ein toller Jahrgang auch. Das ist der Jahrgang 06, vereinzelt auch ein paar ältere, jüngere noch dabei, aber das ist schon ist toll. Also die Mädels, die kicken schon gut. Ich finde, es ist ein guter Mix. Zum einen haben sie natürlich die Möglichkeit, hier zu spielen und sich zu zeigen und einfach mal das zu machen, was sie eben gerne machen, Fußball spielen. Und zum anderen, das haben sie ja auch gesehen, wenn wir dann die Nationalspielerinnen da haben, dann ist das natürlich nochmal so ein Blick nach oben, das sind Vorbilder. Und dann kann man sich von denen noch ein Autogramm holen und kann die auch befragen. Das ist so hautnah bei uns im Frauen- und Mädchenbereich, das ist einfach super. Ganz klar, Julia.